Metro 2033. Willkommen zurück. Wir sind am Turm angelangt. Haben ein paar Mutanten hinter uns gelassen. Ja. Ja. Einen Weg nach oben. Bist ein ewiger Optimist mehr. Leichter gesagt als getan. Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt? Hallo? Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Ah, verstehe. Damit wir dann schnell nach oben fliegen. Na, komm schon! Na los! Komm schon! Wooey! Wow. Macht euch bereit. Jetzt wird es heftig. Definitiv wird es jetzt heftig. Ich will nach oben gucken, ich will nach oben gucken, ich will nach oben. Scheiße. Wow. Au. Was, wo bin ich denn jetzt? Wow. Was eine Aussicht. Bist du okay, Artyom? Fantastisch. Ulmer, bitte kommen. Wir sind im Turm. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Was ich sagen wollte, ist, dass die Szene von vorhin mit dem Fahrzeug. Kennen wir vom Anfang und jetzt leuchtet's ein, das war eine Erinnerungsszene, die wir hatten. Und jetzt hatten wir einen kleinen Flashback quasi. Ja, um uns nochmal dran zu erinnern, dass wir das eigentlich schon kannten. Oh mein Gott. Stirb, du Stück Scheiße. Lauf, Artyom, wohin denn? Aua. Medipack. Hallo, nimm auf. So. Oh Gott. Was? Wieso kann ich meinen... Okay, da war gerade ein Fehler gewesen vom Spiel. Der hat mir das, mein Klemmbrett nicht angezeigt. Oh Gott, da muss ich doch nicht hin, oder? Hinter dir, Artyom! Ja, ich beeil mich ja schon. Hier ist eine Treppe. Wow. Gut gemacht. Bitte kommen, Ulmer. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Wow. Bitte kommen, Miller. Schieß, Artyom. Schieß. Artyom, Miller, bitte kommen. Wow. Nein! Bitte kommen, Ulmer! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende! Verstanden, Oberst! Ende! Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom! Die Wolken sind viel zu dicht! Du musst so hochklettern, wie du kannst und das Leitsystem einbauen. Okay. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Alles klar. Ich habe in der letzten Folge habe ich drüber gesprochen gehabt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass es zum Ende geht. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass wir vielleicht doch kurz vor Finale stehen. Wir schauen mal. Sollte es so sein, wird die Folge definitiv länger werden. Und dieser scheiß Super-Ingo hat unseren besten Mann erledigt. Wo muss ich denn hin? Schauen wir mal. Müssen wir vielleicht hier lang? Ja, hier lang müssen wir. Okay. Nein.
Bin ich hier richtig? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube. Ja. Ich klemme. Oh mein Gott, und der Weg ist noch so steinig. Steinig ist auch gut. Nein, oder? Muss ich jetzt da dran springen? Wow! Oh, nein! Wow! Ich habe Höhenangst, habe ich das schon mal erwähnt? Wow! Ach du Kacke! Boom. So, jetzt sind wir ja fast oben, aber nur fast. Wir müssen nach oben, nicht nach unten, Reflex. Nach oben. Hallo? So. Er ist hier. Er bringt den Tod. Bitte kommen, Artyom. Irgendwas blockiert das Signal. Bitte kommen, Artyom. Bitte kommen. Ja, ich komme, um euch zu zerstören. Ja, Reflex ist in der Haus. In der Haus, Baby, Haus, Baby. Okay, gehen wir mal hier lang. So, ich wollte mal eben ganz schnell schauen, wie viel Munition ich eigentlich noch insgesamt so habe. Okay, die Waffe müssen wir mal eben schnell nachladen. So. Das sieht ganz... Okay, naja, der Kumpel... Oh, ein Metrobuch! Der Kumpel liegt schon wahrscheinlich ein wenig länger hier und genießt die Aussicht. Und wir haben einen Eintrag im Turm vergessen. Naja, ist ja egal. Lesen wir Eintrag 2. Jetzt bin ich ganz alleine. Den wichtigsten Teil muss ich selbst übernehmen. Niemand, den ich die Verantwortung zuschreiben könnte. Niemand, der mir helfen könnte. Das Schicksal der Menschheit liegt in meinen Händen. Ebenso wie das Schicksal der Schwarzen. Und mit dem Schnitt... den ich mache, schwindet die Gewissheit, dass meine Taten richtig sind. Mit jedem Schritt stelle ich mir mehr und mehr Fragen von der Art, wie sie nur Khan beantworten kann. Doch auch Khan ist nicht hier. Ich bin am Gipfel der Welt ganz alleine. Und ich kann Dinge sehen, die ich nirgendwo sonst sehen konnte. Ich kann Dinge hören, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Ich spüre die Gegenwart der Schwarzen. Ich höre sie. Seltsame Bilder füllen mein Bewusstsein. Echos von fremden Gedanken hellen durch meinen Kopf. Oder hallen durch meinen Kopf. So, hellen ist auch schön. Hellen. Haha. Ich weiß, die Schwarzen in den Geist... Warte mal, ich weiß, dass die Schwarzen... Warte mal kurz. So. Ich weiß, dass die Schwarzen in den Geist von Menschen eindringen können, ihre Opfer in den Wahnsinn treiben können. Konnte es sein, dass das gerade mit mir passiert? Ich muss es schaffen. Ich muss beim klaren Verstand bleiben. Ich muss die Raketen abfeuern. Ich hoffe, ich kann es! Für Sparta! So, ja, ich hoffe mal, dass wir es schaffen. Das klingt verdammt nach Finale. Aber ihr werdet es ja schon sehen, wie die Folge hier heißt bei diesem Video. Wenn das Video ausgestrahlt wird, werdet ihr ja sehen, ob oben Finale steht oder nicht. Oder Ende. Finale und Ende. Ich glaube, wir müssen da rein, ja? Ich glaube schon. Und ich gehe ganz stark von aus, dass wir noch einen finalen Kampf haben. Obwohl, wir haben jetzt... Wow. Wir haben übrigens, Nein. Wir haben übrigens Super Ingo schon erledigt. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir dir nochmal begegnen werden. Das war jetzt aber ein cooler Fehler. Wow! Okay, ich nehme alles zurück. Super Ingo lebt doch noch. Super Ingo. Achso, ich wollte mal gucken wegen einem... Das ist doch schick. Das ist doch ein cooles Thumbnail für die Folge. Ich glaube, werde ich nehmen. So. Ist, glaube ich, am besten, immer so Thumbnails so vom Spiel automatisch zu nehmen, einfach ein Foto ausschneiden und fertig. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier richtig springe. Wow! Muss!
Wow, wow, wow. Überall Eis dran und glitschig. Ja, genau. Ich bin ein fleißiger Bergsteiger. Tralalalala. Klettere auf Berge rauf. Tralalalala. Und auf Kabeln und auf... Was? 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 Geh weg! Geh weg! Ich kann nichts machen. Bitte kommen, Artyom! Bitte kommen! Brr, brr, brr. Mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wir sind oben! Yes! Aber keine Raketen. Ach so, okay, ach so. Deswegen. Ach ja, stimmt ja. Ja. Die Lasermarkierung. Ja, Tatsache. Jetzt durchs Loch gucken. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Super. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Boah, was ist das denn da hinten? Du wirst aufgehalten werden. Ihr darf nicht. Geh weg, 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 geh weg. Quick! Wir werden ihn zerstören. Nein, werdet ihr nicht. Wow! Wow! Weiß. Alter, das ist so cool! Das ist so cool! What the fuck ist das denn? Alter, ich feier grad voll. Das ist so cool. Darf ich... Alter, das ist so cool. Das gibt's gar nicht. Das ist so cool gemacht. Willkommen bei Tetris. Okay. Ich möchte mich trotzdem noch mal ein wenig umschauen. Alter, ist das cool. Oh. Okay. Ich habe Angst, dass die Steine nicht schnell genug sind, so schnell wie ich laufe. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich glaube, es war die falsche Tür, kann das sein? Du wirst aufgehalten werden. War das die falsche Tür, kann das sein? Weil ich konnte mich ja entscheiden, ne? Oder... Was, ich liege am Boden? Ich habe gedacht, ich stehe. Alter, ist das cool! Was ein klasse Spiel. Ja, und jetzt? Hä? Was? Da war doch gerade noch eine Wand. Du hast es auch gesehen. Ihr habt doch auch gesehen, da war doch gerade eine Wand, oder? Oder bin ich jetzt ganz... Bin ich jetzt schon wieder plemplem? Was? Uah, 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 geh weg! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Er kommt, um uns zu zerstören. Uah, geh weg, geh weg, geh weg! Uah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Uah, uah, lauf ich. Boah, ist das cool gemacht. Ist das klasse gemacht. Das ist richtig geil. Ich hab grad voll die Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, kann man sehen? Das ist so klasse gemacht. Ich komme gerade ein bisschen vor wie bei P.T., weil ich in meinem Kreis laufe. Hat das was mit der Kerze hier zu tun? Nee. Ist echt wie bei P.T. Oder muss ich jetzt in die andere Richtung laufen? Kann das sein? Tatsache. Gibt's doch gar nicht. Wie cool. Er kommt, um uns zu zerstören. Richtig. Uah! Da ist auch einer! Wo soll ich denn hin? Aber das ist doch hier... Was? Was? Alter, ich bin voll fertig mit dem Salat! Wow!
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das cool. Boah, ist das klasse gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ist das toll gemacht. Ich glaube, bei dieser Szene werde ich mich, glaube ich, ausblenden. Ich gebe nicht auf. Niemals. Okay, hier lang geht's nicht. Boah, wie? Wow, wow. Okay, wir rennen doch mal lieber. Boah, wo lang müssen wir denn? Das ist falsch. Boah, der zerstört alles hinten. Wir sollten ein wenig die Beine in die Hand nehmen und... Hallo? Ja, natürlich. Jetzt noch hier Jump and Run Einlagen. Natürlich. Warum denn nicht? Uah. Uah. Boah, ist das cool. Ist das klasse gemacht. Wahnsinn. Wow. Ist das toll. Was? Was? Wer ist er denn? Ist es Dankeschön. Töte es. Wer bist du denn? Wer war er denn gewesen? Okay. So. Bam. Bam. Yes. Aber? Was? Nein. Haben wir... Hä? Überlebender 2034 Trophäe bekommen? Artyom, die Raketen sind unterwegs. Wenn's böse ist, töten sie es. Trophäe bekommen. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Ich will noch nicht überspringen. Wer will denn hier überspringen? Das war's, glaube ich. Ich glaube... Ja! Das war Metro 2033. Ich werd verrückt. Wir haben's geschafft. 4A Games. Da stehen die ganzen Leutchen. Vielen, vielen Dank für so ein großartiges Spiel. Ich bin schwer begeistert. Ich bin sehr, sehr schwer begeistert. Oder hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell jetzt durchkommen. Also mit so wenig Folgen. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich immer so eine halbe Stunde circa gespielt. Auch zwischendurch mal ein bisschen kürzer. Aber es war doch ein verdammter Aufstieg und ein verdammter Weg dorthin. Und ich muss sagen, ey, so ein grandioses Game ist unglaublich. Warum steht denn da unten eigentlich immer drücke X und springen? Wahnsinn. Es war toll. Es hat eine Menge Spaß gemacht.
Grafisch ist es echt nochmal, glaub, eine Schippe drauf. Ich hätte mir ein paar Videos von der PlayStation 3er Version oder beziehungsweise von PC-Version damals angeguckt. Und es hat echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ich muss sagen, es hatte Spannung, es hatte richtig coole Shooter-Elemente, es ist eine geile Story, also selten so eine gut geschriebene Story gesehen. Muss, wie gesagt, nochmal ein großes Lob an 4A Games und Deep Silver da aussprechen, was für ein tolles Spiel da die hinbekommen haben. Das ist der Wahnsinn. Also, ich bin echt gespannt auf Metro Last Light und ihr dürft euch ja freuen, wie gesagt. Ich habe ja gesagt, wenn dieses Video hier ausgestrahlt wird, also die Finalfolge, spiele ich halt mit den Gedanken, Metro Last Light dann halt zu streamen in der Let's Play Live Show. Dann dürft ihr nämlich euch freuen, dass ich das Ganze dann... Im Hintergrund bewegt sich gerade mein Vorhang. Das ist bestimmt meine Katze, der Gizmo. Da dürft ihr euch natürlich freuen, dass ich dann in der Let's Play Live Show die Story dann durchspiele. Das wird cool werden. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video jetzt erscheint. Ich bin nämlich gerade auch aus dem Thema raus, welche Folge das jetzt gerade ist. Ich habe nämlich gerade auch total den Dings verloren. Das ist super. Das ist echt klasse. Ich kann es immer wieder erwähnen. Also, Leute, holt euch dieses Spiel. Holt euch Metro Redux, ja, in der Complete Edition für die PlayStation 4, für Xbox 360, für Xbox One, Entschuldigung. Und ich glaube, für den PC ist es, glaube ich, auch rausgekommen. Ich meine, ja, ist ja komplett dieses Shooter-Bundle. Lohnt sich definitiv. Wie gesagt, ich werde jetzt noch Metro Last Light dann, denke ich mal, in der Let's Play Live schon demnächst zeigen, wenn dann dieses Video erscheint, was ihr jetzt hier... jetzt seht, ja, wenn ich jetzt hier quassel, seht ihr es ja. Und mein Gott, so viele Leute, die da mitentwickelt haben und ich muss wirklich sagen, ein Applaus. Applaus an 4A Games, an Deep Silver, tolles Spiel, super. Mir hat auch Klaus gefallen, muss ich dazu sagen. Klaus war echt klasse. Das war aber auch echt eine anstrengende Folge. Das ist, ich glaube, einer der ersten Folgen, wo ich mal geschnitten habe, ein Video. Wo ich nicht, oder habe ich schon mal bei... Ach ja, doch, stimmt, bei Pixel Junk habe ich schon mal geschnitten. Bei Pixel Junk habe ich auch schon mal geschnitten, weil ich da nicht weiterkam. Gut, weil, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht da großartig in Länge ziehen, irgendeine Folge und dann immer wieder sterben und nicht weiterkommen. Es war schon, ne, nervenaufreibend. Ich kann nur sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Let's Play. Es war cool gewesen. Ich, wie gesagt, lasst mir einfach einen Daumen da, Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da. Ich weiß, man soll ja nicht mit Abos betteln. Ne, macht man ja nicht, ja. Ist so in der YouTube-Gemeinde, habe ich mir sagen lassen, geht so als geflügeltes Wort rum, ja, dass man nicht um Abos betteln soll. Und, ja, jetzt haben wir auch die ganzen Entwickler hier mal gesehen oder sehen die jetzt hier mal. Ich lasse das einfach mal weiterlaufen. Ich bin immer noch fasziniert. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlte, waren Endgegner. Ich habe damit gerechnet, dass wir doch wirklich, wie gesagt, nochmal gegen wie haben wir den nochmal genannt? Super Ingo. Dass wir gegen den Super Ingo nochmal kämpfen werden, so als finaler Bosskampf. Aber dann war es doch nicht gewesen. Aber diese Endsequenz war schon verdammt cool gemacht. Also... muss ich sagen, das war schon richtig geil. Also in der letzten Zeit schon lange nicht mehr so ein gutes Story-Spiel gespielt. Ja, gefiel mir richtig gut. Und, soundtechnisch, Soundkulisse, super. Und alles toll. Und da sind wir auch schon wieder im Menü. Metro 2033, Metro Redux. Warum habe ich gerade keinen Hintergrundbildschirm? Warum schneit's? Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich werde trotzdem noch mal kurz Option drücken. Oder kommt da noch was? Nein! Das war's gewesen. Dann sehen wir mal wieder das Menü. Patronen, Fische, Fische, Patronen. So, das soll's gewesen sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich zugesehen habt, meine Videos vom Metro. Und, ja, als nächstes weiß ich gar nicht, was steht als nächstes eigentlich an? Momentan ja noch Surgeon Simulator, nehme ich noch ein paar Folgen auf. Wiederholt sich aber, ist mir aufgefallen. Also die Operationen wiederholen sich, nur es wären andere Räume. Ja, so Korridor und sowas alles, habt ihr jetzt schon gesehen. Wie genau ich das weitermache, weiß ich noch nicht. Surgeon Simulator, mal schauen. Wie gesagt, Metro Last Light, Let's Play Live Show, habe ich ja gesagt, wenn das Video rauskommt. Aber als nächstes Projekt, als Let's Play... vielleicht gibt es ein Let's Play Together mit Destiny. Ja, mit ein paar Freunden von mir. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal.
falls euch das interessiert, könnt ihr mal unter diesem Video drunter schreiben. Hier unten drunter, einfach mal da unten irgendwo. Ist das da unten? Könnt ihr drunter schreiben, ob ihr vielleicht gerne mal so ein Let's Play Together sehen möchtet. Mit Destiny. Oder über Destiny. Und, Wahnsinn. Ich bin immer schwer begeistert von Metro. Jetzt werde ich die Metro-Folgen zusammenschnibbeln. Ja, und dann hochladen und dann seht ihr die dann irgendwann. Wie gesagt, immer um 18 Uhr gab's die Folge, muss ich ja sagen. Mein Gott, immer diese Zukunft. Ah, ich lebe schon in der Zukunft. Damit bleibt mir nichts weiter zu sagen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Bleibt mir treu. Euer Reflex verabschiedet sich. Also, macht's gut. Ciao.